Anscheinend nicht so gut. Was können wir mit dem Fahrstuhl runter? Der kommt auch wieder. Ups. Halt. Ist noch was? Oh, hier ist wieder was zum Abhören. Brian Hanneman, 21 Jahre alt, wohnhaft im Süden von Texas. Tut mir leid, Ma'am, aber ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Sie wissen, was Sie getan haben, Mr. Hanneman. Ach ja? Erzählen Sie mir von Delivery Disaster. Dem Film? Ich weiß nicht, also er war nicht sehr gut. In Ihrer Kritik waren Sie anderer Meinung, aber mehr darüber später. Wo hatten Sie den Film her? Von Movie Night. Mit einem K an ihn, nicht nur mit N. Nicht Night wie Nacht, sondern, Wer hat Sie kontaktiert? Warum haben Sie den Film rezensiert? Niemand. Ich habe ihn mir ausgesucht, weil er so obskur war. Ich mochte den Film nicht mal. Ich hätte ihm keine so hohe Wertung geben dürfen, aber wenn ich so obskure Filme rezensiere, komme ich schlau rüber und dann hören mehr Leute meinen Podcast. Ich werde erfolgreich, kann bei meinen Eltern ausziehen, aufs College gehen und endlich einen Abschluss in Film und Fernsehen machen. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Okay, der Kerl weiß nichts. Ich beende diese Zeit. Okay. Dann hab ich ja noch was zum Lesen und dann können wir indem man mit dem Fahrstuhl runter. Wenn er wieder geht. Da geht wieder. Was machen Sie im Untersuchungssektor? Himmel, erschrecken Sie mich nicht so, Langston. Ich höre nicht, wenn Sie was sagen. Das ist ein Lautsprecher. Finden Sie eine Gegensprechanlage. Ja, ich weiß, das ist sie. Kann ich aber über dich hin, weil... Okay. Aber erstmal... Lesen. Neue Tür. Auf einer Exkursion in das Ocean View Motel und Casino wurde eine bisher unbekannte Tür im Flur der Lobby entdeckt. Auf dieser Tür war eine spiralförmige Markierung zu sehen. Wie die anderen Türen ist sie verschlossen und kann nicht aufgebrochen werden. Alice Wake, eine zentrale Figur des AWE in Bright Falls und Ex-Frau des vermissten Autors Alan Wake, vermutlich ja Parautilitaria und kontaktierte die Agenten Shah und Dempsey des Untersuchungssektors unter der Telefonnummer, die sie 2010 gemäß der Anordnung zur Kontaktaufnahme für Zivilisten erhalten hatte. Nach dem Anruf wurde Mrs. Wake am 2017 in das älteste Haus. Das war Jesse. Das älteste Haus gebracht und vor Ort befragt. Vollständiges Transkript in Akte noch was. Die Exkursion in das Ocean View Motel wurde später am selben Tag durchgeführt. Abschließende Bemerkung, es ist essentiell wichtig festzustellen, ob es sich hier um ein grundlegendes Synchronizitätsereignis handelt, ob Alice Wake für das Erscheinen der Tür verantwortlich war oder ob die Tür selbst mit AWE 35 in Verbindung steht. Sie sollte ins älteste Haus zurückgeholt werden, wenn möglich sogar in das Motel gebracht werden, um festzustellen, ob weitere Änderungen auftreten. Noch was? Oh, so viel zum Lesen. Entweder sind zu viel kämpfen oder zu viel lesen. Night Springs, Drehbuchseite 1. Anmerkung, dieses Drehbuch wurde gefunden, nachdem die Behörde die Fernsehserie Night Springs sowie die Skripte aller gesendeten Episoden erworben hatte. Anscheinend hat es Alan Wake als Teil einer Bewerbung zum Drehbuchautor für die Serie verfasst. Initiativdrehbuch für Night Springs, Folge über die Schwelle so finster von Alan Wake. Es liegt in der menschlichen Natur, die Kräfte um uns herum kontrollieren und mehr noch besitzen zu wollen. Doch was geschieht, wenn diese Kräfte nicht für uns bestimmt sind oder nicht einmal für diese Welt? Was, wenn man diese Dinge nur an einem Ort entdecken kann? Night Springs. Internes Geheimlabor Nacht. Wir sind in einem Geheimlabor, auf dem großen Schild an der Wand steht The Federal Bureau of Night Springs. Wissenschaftler, ich habe es Ihnen so oft gesagt, Direktor.
Es ist noch nicht bereit. Direktor, es ist bereit, wenn ich sage, dass es bereit ist, Doktor. Wissenschaftler, aber das Wissen jenseits des Portals, wir können das nicht. Da steht aber noch irgendwas, aber ich kann es nicht nach unten scrollen. Nee. Keine Ahnung, geht hier nicht. Langston, ich bin's, Jesse. Ich weiß, ich sehe sie auf den Monitoren. Die Kameras liefen nicht mehr, seit wir den Sektor vor ein paar Jahren versiegelt haben. Ich rate mal. Versiegelt wegen dem Monstertypen. Was? Sie haben Dr. Harton gesehen? Hätten Sie diese Brandschneise bloß nicht geöffnet? Okay, finden Sie Hartmann und erledigen Sie ihn, bevor er sie in die Behörde schafft. Das Ding ist ein Mensch? Er war ein Mensch. Wir brachten ihn her, nachdem er, in einem AWE gewandelt wurde. Ich habe den medizinischen Begriff vergessen, aber Licht schadet ihm jetzt. Haben Sie eine Taschenlampe? Nein. Eine Laterne? Stirnlampe? Leuchtpistole? Ah, Lichterkette. Wickeln Sie sich einfach darin. Habe ich alles nicht, Langston. Mist. Okay, na, Ihnen wird schon was einfallen. Ich behalte Sie vom Panoptikon aus im Auge. Ah, das ist ganz schön aufregend, oder? Vor dem Monitor bestimmt, ja. Ja, also, Hals und Bein hoch. Ah, warum sage ich Ihnen sowas? Okay, dieses Hartmann-Ding kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Langston hatte recht. Das ist irgendwie aufregend. Wissen Sie, es ist einfach schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panoptikon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so wie ich. Ich will nicht angeben, aber man muss sehr empathisch sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ich will nicht angeben. Die Forschungsteams arbeiten auch täglich mit paranatürlichem Material und niemand hält die für abgekriegt. Naja, das stimmt nicht. Darling hat den Ruf, eine Macke zu haben. Aber wenn er komisch ist, dann ist es charmant. Gewandelte Objekte sind gar nicht so schlimm, wenn man sie erst einmal kennt. Wenn man weiß, was sie mögen und was nicht und worauf sie reagieren, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Vermutlich sind wir letzten Endes nur wilde Tiere, die vor dem eigenen Schatten Angst haben. Eigentlich sollten wir alle auf derselben Seite stehen, aber manchmal wirkt es, als würde jede Abteilung nur für sich kämpfen. Wie in einem Wettlauf, den alle gewinnen wollen. Wenn es aber ein Rennen ist, dann ist Darling allen Meilen weit voraus. Er war jahrelang Trenches Liebling, aber die Beziehung ist jetzt ziemlich angespannt. Sagt zumindest die Buschtrommel. Ich soll jetzt Hartmann suchen. Hartmann. Ach, ich hoffe, das ist nicht der Fieber da. Muss ich ja schon wieder runter mit dem Fahrstuhl. Wir haben jetzt eine neue Mission, die dritte Form. Nee, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Na 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 na. Hier ist auch schon der nächste Kontrollpunkt. Oh, ich muss gleich niesen. Hier. So. Ah, hier alle aus dem Weg hier, Freunde. Jetzt muss hier durch. So, jetzt muss ich erstmal warten. Tralala, la 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 la. War wieder so klar, dass hier irgendwas kommt. Ja.
Oh, tritt doch mal richtig. Kurz vorm Tod. So, wir gehen erstmal auf Toilette. Das war ja sehr anstrengend. Ich muss einfach. Ich brauche eine Lampe. Wo ist hier eine Lampe? Da ist eine Lampe. Komm mal her hier. Das hat einer aber richtig hingemacht da. Hallo? Hallo, wo ist die Lampe hin? Hä, ich hab die doch hier hingeknallt. Wo ist sie hin? Ist sie kaputt? Uff. Ja, dann geht nicht. Tut mir ja leid. Aber immerhin, hier komme ich auf Männerklo, auf die, an die Überraschungsbox ran. Aha, hier ist ja noch eine Lampe. So, jetzt aber. Bleibt so schmeidig. Ach so, ich muss einfach nur hinhalten. Ja, dann ist ja gut. Einfach da gefeuert. So. Oh, noch eine Lampe. Oh, in der Zukunft doch einer. Ich wohne jetzt. Das ist ein Riesenhaus, Freunde. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier mal. Was wollt ihr denn hier? Muss ich hier mal Lampen suchen? Was macht die denn da? Ich brauche nochmal Blut. Punkte. Habe ich hier noch irgendwelche Energiepunkte? Ja, eben. Ja. Komm mal her an meiner Seite. Schwieriger, weil sie jetzt hier auf Level 8 sind. Alles so anstrengend hier, ey. Was ist denn hier eine Lampe? Okay, hier muss ich gleich mal drin stecken. Ah, hier ist eine Lampe. Das freut mich. Oh, das blitzt. Und dennoch hier. So, das ist ja keine Überraschungsbox. Das ist ja das Ding. Ja, das kann ja dann gleich mit und ich zerschlepper so lange mal. Ich sehe nix. Oh,
Ahnung. Süden. Ach so. Ah nee, jetzt noch nicht. Wenn ich dachte, das ist hier irgendwo. Ich mach das hier erstmal weiter. Halt, 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 da komme ich durcheinander hier. Oh Gott. Noch mehr. Das war der Donner. Nee, das war das. Oh. Ach so, muss ich irgendwo spielen. Oh, da passt. Ich dachte, Dinner ist fertig. Mal hier weiter auch schon mal. So. Mal gucken. Hier ist, glaube ich, eine Überraschungsbox wieder. Ich brauche hier mal eine Lampe. Kontrollpunkt hinpflanzen. Lampe, 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 Lampe. Wo ist die Lampe? Oh. Ja, wow. Komm ich hier hin? Warum müsste ich da eigentlich hinkommen? Was kommt denn kein Viereck? Dann machen wir das erstmal hier hin. Und da mit dir. Ist ja auch noch was. Komm ich nicht rein, wa? Das hier irgendwie abkriegen. Ich geh nochmal hoch. Mal schauen, ob ich hier eine Lampe mitnehmen kann, weil ich die vorhin getan hat. Die ist jetzt kaputt, oder? War nochmal die Lampe, auch mal Leute. Ach hier. Komm mal mit, ich brauche die mal kurz. Shit. Was shit? Was war das, Dude? Ach, ist die jetzt kaputt? Uff. Alter, leck mich. Ja, keine Ahnung. Kann ich das wieder rausnehmen? Ja, könnte ich. Aber das Problem ist, ich kann das Ding nicht mehr. Das ist jetzt bestimmt vorwärts, wa? Nee, noch nicht. Da müsste ich das da reinschmeißen. Aber wie mache ich denn das? Hab ich keine Lampe. Lampe. Kann keine Lampe mit runternehmen. Ey, das war halt bekloppt. Alter.
Hä? Ich verspüre hier keine Lampe. Verstehe ich nicht. Ich bin manchmal zu hoch. Was ist das Ding hier überhaupt? Das sieht doch aus wie so ein Scheinwerfer. Wie war das nochmal? Komm mal hier ein bisschen näher. So. Was ist denn das Ding nochmal? Da auch nein! Hey, es hat funktioniert. Huch, runter. Das ist ja nur so eine Überraschungsbox. Ich dachte, die ganze Zeit wäre so ein anderes Ding hier. Komm ich da rein? Wow. Ach, hier ist ja das andere Ding. Aber ich dachte trotzdem, das wäre ein anderes Ding. Na komm, so nein. Uff. So, jetzt lenkt man das Ding normal und zwar nach hinten. War hier so ungefähr, ja. Okay. Aha, und das muss jetzt hier rein. Ach so, das ist... Ah ja. Damit die Tür hier aufgeht. Super. Wieder fällt Vieh wieder. Okay, so. Geht die weiter bei dir? Es ist zu dunkel hier für einen Kampf. Hey, der sieht so hässlich aus, ey. Der aussieht. Hä? War das hier gerade nicht hell? Hier ist auf jeden Fall wieder so Pew-Zeugs. Der aussieht, der läuft wie so eine... Ekelhafte, langweilige Riesenkrank.
verhungerte Riesenkrabbe. So, jetzt muss ich aber gucken, wo ich hier diesen Cube hier ranmache. Hier. Wenn du das weißt, weißt du, dass du neu du bist. Das sieht so eklig aus. Entschuldigung. Oh ja. Muss ich gucken, wohin? Warte mal, ich lass hier erstmal die. Lass mal da erstmal die hier. Gucken wir uns jetzt mal hier im Zärtli um. Zu lachen, ich finde das eigentlich lustig. Geht der rückwärts? Ich muss gucken, wo ich hier so ein Loch versuche. Also. Wieder eine Überraschungsbox. Oh Mann, wo ist das denn hier? Ja, Bank. Du bist wunderschön. So, jetzt muss ich mal was gucken. Geht's jetzt überhaupt noch mal lang? Ach ja, hier. Ja, oh, Mike, warte mal, bis das Licht wieder angeht und der ein bisschen weiter weg ist. Dann kann man die Wand hier vielleicht durchbrechen, weil da so. Oh, ich bin ja schlau. Oh, ich bin schlau. Wo bin ich jetzt? Ach nee. Ein Monster. Was? Ja, du bist ein Monster. Komme ich aber nicht durch, weil da dieses rote Ding ist. Ich muss mal nochmal tun. Der Q war da hinten, genau. Muss ich nochmal hier lang. Gebt das Licht da an. Okay. So, geht mal nicht an. Hallo, sieh an da hinten. Ey, nein! Nein! Du! Wow, ey, jetzt ehrlich. Das ist der Pew, der Weg rüber. Was, du liebst mich? Aber nicht. Oh. Ja. Warum geht das nicht? Genau, da ist das Ding. Geht doch. Uff, ist das Ding jetzt weg eigentlich? Sieht so aus, ne?
Jetzt hier hoch. Jo, sieht so aus. Kontrollpunkt. Ich mal schauen wollte, ein Fähigkeitspunkt bringt mir überhaupt nichts. Oh, was ist hier? Oh nee. Oh nee. Wie bin ich gerade? Das sind nicht alle. Ich höre mich ja noch. Bei Gleisen. Komme ich nicht durch? Brauche ich Licht? Mann, das ist ein Kack. Man versucht es mal normal. So. Hier lang. Mal jetzt lang. Langsam. Muschi. Ruhe. Will hier keine. Will hier meine Ruhe hier. Ich meine, ich muss sowieso, denke ich mal, nach unten. Aber da müsste ich den Schalter da umschalten. Ach nee, ist ja schwarz. Ja. Das sieht wieder aus, als wenn ich da irgendein Licht brauche. Aber mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. Bin ich bemerkt? Ja, ist doch gar nicht bemerkt. Was... Wir versuchen das jetzt noch einmal und dann ist Schluss mit lustig. Verstanden? Gelee, woher kommen Sie? Großes Chaos. Auf und locker und schweres belegtes Brot. Himmel, hat jemand eine Ahnung, was dieses Ding uns sagen will? Heiß! Dreck, arrangiert dich! Warum sind Sie hier? Was zur Hölle wollen Sie? Warum waren Sie in diesem Raumschiff? Schule tragfähig, junge Junge. Ich viele brennende Ringe durch und drüber. Wind und windig, Mitchell. Hat er Mitchell gesagt? Gab es einen Mitchell bei der NASA? Ja. Wisst ihr was? Lassen wir es. Mehr reicht's jetzt. Schickt das Ding in den Forschungssektor. Da können Sie es aufschlitzen oder holen. Hören Sie das? Die schlitzen Sie auf, Sie Nervensäge. Spinnenzeit! Oh, das ist crazy. Hat Spinnenzeit? Ich seh nix! Mann, das ist doch kacke hier alles.